Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die von der Schließung bedrohten Instandhaltungswerke der Deutschen Bahn gibt es neue Hoffnung. Bahnchef Meedorn und der Vorsitzende der Gewerkschaft Transnet Hansen vereinbarten bei einem Treffen mit Bundeskanzler Schröder, 3 Werke an private Investoren zu verkaufen. Die restlichen 5 Standorte sollen bis Ende November nochmals überprüft werden. Die Schließungspläne der Bahn, von denen 6.000 Arbeitnehmer betroffen wären, sorgten bundesweit für Widerstände. Den Kanzler hatten die Proteste der Bahnarbeiter beeindruckt. Also hatte er Druck gemacht, bei Bahnchef Meedorn an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ich habe deutlich gemacht, dass ich gerne möchte, dass Gewerkschaften und Unternehmen sich einigen und dass vor allen Dingen die Argumente, die von den Betriebsräten durchaus fachmännisch unterstützt, aber auch von einzelnen Landesregierungen eingebracht werden, noch einmal auf ihre betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit überprüft werden. Das bedeutet zunächst die Rettung für die Werke Leipzig-Engelsdorf, Stendal und Neustrelitz. Sie werden von der Bahn an einen privaten Investor verkauft und weitergeführt. Neue Hoffnung für die Werke in Nürnberg, Opladen, Chemnitz, Delitzsch und Zwickau. Bis zum 30. November wird nochmals geprüft, ob die Ausbesserungswerke nicht doch gerettet werden können. Nur verhaltene Freude bei den Bahnarbeitern. Wenn man uns jetzt hier verkaufen will an irgendeine Firma, die wir nicht kennen und die uns auch nicht benannt wird, so sind wir alle ein bisschen unsicher. Die Gewerkschaft hingegen ist stolz, die Bahn wieder an den Verhandlungstisch gezwungen zu haben. Für die übrigen 5 Werke reden wir jetzt auch über unsere Argumente. Das war bisher so noch nicht möglich, weil der Vorstand schlicht einen Beschluss gefasst hatte, von dem er nicht abrücken wollte, egal welche Argumente wir vortragen. Bahnchef Meedorn muss seine Schließungspläne nun nochmals gründlich überprüfen.